Ja, hallo, hier kommen wir zu einem weiteren Video von mir. Das Orbi von Netgear. Hier ist ein zweiter Satellit. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, hier ist der zweite Satellit für das RBK 40. Wir holen das mal kurz raus. Ich glaube, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Ja, das habe ich, glaube ich, links oben oder unten markiert. Und jetzt holen wir jetzt mal die Teile raus. Das ist der Satellit. Das müsste das Netzteil sein. Ja, und das war es auch schon. Mehr dürfte es ja nicht geben. Noch Karton packen wir mal beiseite. Ja, das ist das Orbi Netgear. Mesh WLAN. Das ist mein zweiter Satellit. Ja, hier die Synchronisierungstaste, vier LAN-Ports, Power-Taste, Reset-Taste, Netzanschluss. Hier oben fängt das dann gleich an zu leuchten. Wir werden das auch gleich gemeinsam einrichten. Ja, das ist das Netzteil. Brauche ich, glaube ich, nicht großartig erzählen. So, dann werde ich es mal aufbauen und dann einrichten. Das werden wir über die App einrichten. So, dann schließen wir das noch an. Ich hoffe, das kann man auch gut sehen. Dann machen wir Power an. Dann sieht man hier so eine grüne LED. Hier oben, das kann man momentan schwach sehen, blinkt gerade eine LED. So, dann werden wir das gemeinsam einrichten. Das machen wir dann gleich über die App. Hier diese Orbi Netgear. So, das werden wir dann gleich über diese App einrichten. Hier sieht man Netzwerkplan, Satelliten 1. Und dann gehen wir hier oben auf dieses Haussymbol. Satellit hinzufügen. Den gehen wir auf Weiter. Fast geschafft. Kann ja klar ein paar Minuten dauern. Unbestreitbar. Da haben wir es ja fast geschafft. Das Netgear Orbi-System arbeitet mit drei Bändern. 5 GHz, 2,4 GHz und dann noch ein Transportband. Also ich kann bisher nur positiv darüber sprechen. Es gibt dann davon Google und wie sie alle heißen mögen. Aber ich finde das hier mit am besten. Vor allen Dingen, weil ich auch noch immer LAN-Geräte anschließen kann. So, jetzt muss ich einmal die Sync-Taste drücken. Das machen wir jetzt gemeinsam. Habe ich gemacht. Und dann auf Weiter. So, Orbi-Satelliten werden erkannt. Dann warten wir mal ganz kurz. Ja, ist noch ein bisschen am Arbeiten. Stellen Sie sicher, dass alle Orbi-Satelliten eingeschaltet sind. Was für eine Frage. Strom ist drauf. Ich denke mal, das dauert nicht so lange. Ja, durch die Lichtverhältnisse sieht man das leider nicht so, ist pulsiert das Licht hier drin. Ja, ich habe ein bisschen vorgespult, arbeitet noch ein bisschen. Sollte aber gleich mal fertig sein.
So, nun komm. Es leuchtet noch weiß. Hier leuchten ja verschiedene Farbringe auf. Orange, wenn das nicht so gut ist. Ein von einem Satelliten gefunden. Den gehen wir mal weiter. So, dann gucken wir mal nach. So, jetzt haben wir hier zwei Satelliten drin stehen. Der ist na klar mit der aktuellen Software noch nicht vorhanden, also aktualisieren wir das. Dieses kann na klar ein bisschen dauern, aber das machen wir mal schnell. Also die Firmware sollte man immer installieren, wenn sowas vorhanden ist. Ja, dauert noch 3 Minuten. Ich hoffe, das ist aber jetzt gleich um. Beide Satelliten pulsieren. Und das gesamte Orbi-System startet gleich nochmal neu. Das heißt, die WLAN-Verbindung geht kurz weg für mich und dann kommt sie wieder. Ja, so sieht das Bild immer noch aus. So, ist erfolgreich aktualisiert worden. Dann gehen wir weiter. So, jetzt hier steht, warten Sie etwa 2 Minuten, während wir prüfen, ob Ihr Mobilgerät mit dem Orbi-System verbunden ist. Rentiert sich das oder lohnt sich das auch, einen zweiten Satelliten zu kaufen? Jein, das kommt immer darauf an, wie groß die Wohnung oder wie groß das Haus ist. Es gibt ja mittlerweile von Netgear, Orbi, auch Satelliten für draußen, die den IP55 haben zum Beispiel. Kommt auch immer darauf an, habe ich eine Stahlbetondecke? Wie viele Wände habe ich dazwischen? Und so weiter und so fort. Ja, es dauert noch ein bisschen. Da steht ja auch etwa 2 Minuten. Kann auch mal ein bisschen länger dauern, aber so im Durchschnitt circa 2 Minuten. So, Verbindung wird hergestellt mit Orbi 92. Orbi-Netzwerk erkannt. So, dann gehen wir hier nochmal auf den Netzwerkplan. Jetzt fährt er einmal gerade hoch, dann seht ihr den, einen Moment, den Router, den ersten Satelliten und den zweiten Satelliten. Hier sieht man denn, dass es gerade mit dem iPad verbunden ist. Hier kann man raufgehen, sind momentan keine Geräte verbunden. Also das kann man sich alles angucken. Hier sind alle Geräte verbunden, die über den Router laufen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt den einen Satelliten woanders hin positionieren. Und dann soll es das hier auch gewesen sein. Schreibt mir eure Kommentare, Erfahrungen. Bis zum nächsten Video. Euer Raverly. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und liked mich und teilt mich. Und abonniert doch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Bis dann, euer Raverly.